Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, offene Telefon-Talkshow heute Nacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir hier live in der Sendung reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist die Monika, 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Monika. Hi Domian. Warum rufst du an? Ich habe noch einen Beitrag von der gestrigen Sendung. Zum Thema Fremdgehen. Zum Thema Fremdgehen, ja. Ich muss dabei jetzt schon wieder schmunzeln, wenn ich dran denke. Und zwar ist das schon 30 Jahre her. Ja. Ich war 3 Jahre verheiratet. Und dann traf ich einen Jugendfreund, kann man nicht sagen, so einen Jugendbekannten. Traf ich wieder. Und ich bin damals verzogen, 50 Kilometer. Und den habe ich dann hier wieder getroffen. Naja, und meine Ehe lief zu der Zeit schon auch nicht mehr so hundertprozentig. Nach drei Jahren schon nicht mehr. Auch das hat direkt nach der Hochzeit schon nicht mehr geklappt. Da war ich das Eigentum meines Mannes. Naja, und dann ergab sich das so, dass wir uns auch mal privat getroffen haben bei mir. Und zwar, mein Mann hat Schicht gearbeitet und dann bot sich die Nachtschicht natürlich an. War sehr gut. Ja gut, das ging dann, man kann sagen, so Ende 71 ging das los und lief 2 Jahre ganz super toll. Doch, so lange? Ja, wie gesagt, 2 Jahre und dann sind wir verzogen. 8 Kilometer weiter und dann im Bekanntenkreis hatten wir das Thema Fremdgehen und dann sagte mein Mann, also wenn meine Frau fremdgeht, das würde ich beim ersten Mal direkt merken. Da war's. Und meine Bekannte, die wusste davon, ja, von der Freundschaft. Und wir guckten uns nur an und haben gegrinst und ich wäre am liebsten aufgestanden und hätte gesagt, weißt du, das hast du bis jetzt nicht gemerkt und die Sache läuft noch. Aber ich konnte mir das so verkneifen. Das lief seit 2 Jahren, lief es da schon. Das lief schon 2 Jahre. Und ich muss dabei sagen, weil die Ehe da schon sehr schlecht war, 73 hatte ich dann schon mal die Scheidung eingereicht, war ich mutig. Und dann haben wir allerdings uns nochmal zusammengerauft. Das war schon praktisch vom Anwalt ans Gericht gegangen, aber damals waren ja noch diese Sühnetermine, nannte man die. Und ich hatte ein ganzes Jahr lang mit meinem Mann keinen Geschlechtsverkehr mehr. Ja, und dann hieß es natürlich, ja, wenn ihr euch nochmal zusammenraufen wollt, wir waren ja auch beide noch sehr jung, ja. Dann muss natürlich auch im Bett wieder was laufen. Da war ich dann natürlich in der Zwickmühle und dann hieß es ein halbes Jahr wenigstens auf Probe und nicht schwanger werden. Ja, und dann kam natürlich der dicke Hammer. Dann stellte ich so im November irgendwann fest, oh shit, du bist schwanger. Und du warst von deinem Mann schwanger oder von dem Freund? Das war meine größte Sorge. Also ich habe das dann nachgerechnet und dann war das aber doch von meinem Mann. Von dem Mann. Ja. Wie lange hat denn dann die Ehe noch gehalten? Die hat dann noch gehalten 3 Jahre. Doch 4 Jahre. Drei Jahre. Dann ist meine Tochter geboren. Bist du dann in diesen 3 Jahren dann treu geblieben oder lief das weiter mit dem alten Freund? Ach, das lief dann noch weiter. Wenn mein Mann zum Beispiel zum Angeln gefahren ist, dann rief der mich an, dann bin ich in seine Wohnung gefahren. Und also es war also unheimlich spaßig. Das Witzige an der Geschichte ist natürlich, dass sein Mann vor großer Gesellschaft sagt, ja, das würde ich sofort merken. Und er hat es nie gemerkt. Also einmal in der Woche in der Nachtschicht. Und wenn er dann nach Hause kam, wir hatten die ganze Nacht Kerzen an und wurde ja mehr geraucht. Ja. Gut, und dann ist mein Freund eine Viertelstunde vorher aus dem Haus gegangen.
Monika, ja. Bist du denn hinterher dann mit dem Freund zusammengekommen? Nein. Das nicht? Nein, das, nicht. Das war, wie sich das später herausstellte, war das ein ganz schöner Filou. Der hatte so. Mehrere Freundinnen noch. Er hatte mehrere Mädels am Laufen. Ja, ja, und ich bin da eigentlich froh, dass da so... wir haben uns sehr oft noch getroffen. Mhm. Also. Zum Beispiel beim Kegeln. Und das... Das da wollte er noch mal wieder was anfangen und da hatte ich aber meinen jetzigen Mann schon kennengelernt. Und da warst du eisern? Und da war ich eisern. Na wunderbar. Da habe ich gedacht, du verführst mich nicht mehr. Und so ist das auch. Wunderbar. Das war eine Geschichte zum Thema Fremdgehen von vor 30 Jahren. Ja, aber ehrlich, aber ich würde es auch jetzt nicht mehr machen. Ja. Man war eigentlich dumm. Ich sage, ich war dumm. Ja. Jetzt stehe ich immer auf dem Standpunkt, erst klare Verhältnisse schaffen. So muss es auch sein. Und dann... kann man weitersehen. Aber das habe ich jetzt nicht mehr nötig. Liebe Monika, schön, dass du es uns erzählt hast. Ja, aber ich sage immer, die Männer, die sollen nicht so von sich eingenommen sein. Ja, richtig so. Alles Gute, Monika. Sehr vielen Dank. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Hört mir, ihr Lieben, die Nation beschäftigt ja nun eine ganz, ganz grundlegende Frage. Und mich beschäftigt diese Frage auch. Und ich möchte euch fragen, was ihr davon haltet. Oder ob ihr vielleicht schon... Erfahrung damit gesammelt hat. War es Samenraub? Boris Becker hat ja angeblich ein Kind mit einer russischen Frau, mit einem russischen Fotomodell in England. Und Boris sagt laut Bild-Zeitung, dass er mit diesem russischen Fotomodell nur Oralverkehr hatte. Dennoch ist daraus ein Kind entstanden. Und es gibt schlaue Köpfe, in der Bild-Zeitung hier auch zu lesen, ein Arzt, der sagt, ja, es geht. Man kann, wenn man auch nur Oralverkehr hatte, kann man schwanger werden, kann Frau schwanger werden. Ich frage mich, wie kann das sein? Ich frage euch, habt ihr damit Erfahrung oder habt ihr vielleicht irgendwelche Erklärungsmuster, wie das sein könnte? Irgendwie scheint es zu funktionieren. Also hier, ich habe vorhin gelesen, nochmal nachgelesen, hier schreibt ein Mediziner, ach, das lese ich euch mal eben vor, das ist so schön, das kann ich gar nicht so gut in meinen Worten wiedergeben. Also, Samenraub, ist das medizinisch möglich? Und da sagt dieser Herr Doktor, der Samenraub beim Oralverkehr könnte folgendermaßen vonstatten gehen. Nach dem Erguss in den Mund müsste die Frau das Ejakulat innerhalb von 10 Minuten in ein Gefäß spucken. Dieses muss körperwarm zu einem Gynäkologen gebracht werden. Dort würde das Sperma mit einer Spezialflüssigkeit gereinigt und mit einem weichen Katheter direkt in die Gebärmutter eingespritzt werden. Hat sich das russische Fotomodell so viel Mühe gemacht, um schwanger zu werden von Boris? Ich weiß es nicht. Sagt mir eure Meinung, was ihr dazu denkt. Und vielleicht ist ja von jemand von euch, der ein oder andere von euch, die ein oder andere von euch auch durch so einen Oralverkehr schwanger geworden und erzählt es uns, wie das funktioniert hat. Telefonnummer 0800 5678 111. Ich bin gespannt. Oder faxt unter 0800 5678 110. Achim ist dran. Achim ist 20 Jahre und ich begrüße ihn herzlich. Hallo. Ja, hallo, Domian. Ich bin der Achim und ich bin 20 Jahre alt. So sagte ich es genau. Ja, genau. Und zunächst mal muss ich mal ein Senfett zur Bildzeitung dazugeben. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema sind, also ich glaube nicht, dass der Boris von einer russischen Model schwanger ist, weil er steht ja grundsätzlich eigentlich nur auf Negerin. Also der Boris ist natürlich nicht schwanger von ihr, ne? Also der Boris ist nicht schwanger von ihr. Ja, umgekehrt, aber das kann auch nicht sein, weil er ja einen Schlag für Negerin hat. Nein, 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 das ist eine farbige Frau, die hat irgendwie eine russische Staatsangehörigkeit. Wie? Eine russische Negerin. Dann nehme ich das zurück. Also ja, das ist eine farbige junge Frau. Und okay, sieht Babs verdammt ähnlich. Was uns natürlich alle sehr nachdenklich. Hallo, hörst du mich nicht, wenn ich spreche? Ja, Entschuldigung. Ja, was uns natürlich alle nachdenklich stimmt, dass diese Frau so ähnlich aussieht wie Barbara. Jetzt zu deinem Thema. Ja, also folgendes. Also ich habe eine Stricher-Vergangenheit. Mhm. Und ich habe jetzt das Problem, ich lebe mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und er weiß nichts von meiner Karriere. Mhm. Wie lange warst du denn Stricher? Bitte? Wie lange warst du denn Stricher? Wie lange? Ja, gut 2,5 Jahre. Also ich habe von 96 bis 98, also zunächst 2 Monate in Berlin, dann in Amsterdam. Mhm. Und die letzten 2 Jahre, was hast du da gemacht? Ja, das war also folgendermaßen. Ich war in Amsterdam, habe ich als erstes
ja, auf dem Straßenstrich gearbeitet und dann später in Clubs und habe während der Zeit eigentlich immer in der Baracke, also mehr oder weniger als Hausbesetzer so gelebt, mhm, und hatte auch nicht die Möglichkeit, mir einen Job zuzulegen, weil in den Niederlanden muss man eine Wohnung nachweisen. Mhm. Und ich habe dann einen von meinen Stammkunden, einen älteren Mann, der hat mir dann, der 43 war der, mhm, damals, der hat, ja, ein sehr alter. Ja, okay, der hat mir die Gelegenheit gegeben, bei sich zu wohnen. Also, mhm, also du hast jetzt die Frage, war, was du die letzten zwei Jahre, als du nicht mehr als Stricher gearbeitet hast, was du da gemacht hast. Das muss ich vorweg schicken, mhm, sagen. Als ich dann eine Wohnung hatte, hatte ich die Gelegenheit, mir einen Job zu suchen. Dann habe ich als Bedienung gekellnert. Also. Ah ja, verstehe. Mhm. Mhm. Und warst dann zwei Jahre nicht mehr in dem Gewerbe tätig und musstest diesem Mann, der dir die Wohnung zur Verfügung gestellt hat, auch nicht zu Diensten sein? Ja, so gelegentliche Gefälligkeiten. Also das schon. Von mir. Das ja. schon. Hm. Wie lange bist du jetzt mit deinem Freund zusammen? Ja, den habe ich. Ich bin jetzt Ende 99 bin ich wieder nach Deutschland gekommen, mhm, und den habe ich dann kennengelernt. Also, mhm, und wir sind dann relativ gleich zusammengezogen. Also ein Jahr ungefähr oder wie? Ja, ein Jahr ungefähr. Mhm, ja. Ahnt er gar nichts, was du in der Vergangenheit getan hast? Also er hat keinen Schimmer davon. Mhm. Also er weiß, dass ich in Holland war, aber er weiß nicht, was ich dort getrieben habe. Mhm. Hat er sich denn schon mal geäußert, so über dieses Milieu, überhaupt über Stricher, über das Stricher-Dasein? Habt ihr mal so über das Thema geredet? Ja, ich habe das mal ganz vorsichtig angeschnitten, mhm, um mal so ein bisschen vorzutasten, habe ich mal gemeint. Das war im Fernsehen zu dem Thema gekommen, habe ich gemeint, dass es eigentlich arme Menschen sind. Mhm. Und da hat er sich dann eigentlich eher abfällig drüber geäußert. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt halt auch Bedenken, da es ihm das so zu offenbaren. Mhm. Wie intensiv ist denn eure Beziehung, eure Verbindung? Jetzt emotional oder ja, auf sexueller Ebene? Nee, im Prinzip alles, aber ich meinte jetzt echt das Emotionale, das Herzensmäßige. Ach so. Ja, also es ist eigentlich schon also tiefer gehen, würde ich sagen. Also, mhm, ich baue jetzt nicht nur auf dem Körperlichen auf, also denke ich mal. Du würdest sagen, dass du ihn liebst? Ja, also es ist also ja, ich denke schon. Ich weiß halt nicht, wie es bei ihm ist. Vielleicht geht es ihm auch mehr so um Sex oder so. Das geht, mhm, halt schon ganz schön zur Sache da. Mhm. Hat er dir das noch nie gesagt, dass er dich lieb hat oder liebt? Nee, so direkt nicht. Er ist auch nicht so der Typ dazu. Mhm. Also er ist ja auch, er kann es ja wahrscheinlich denken, er ist auch homosexuell. Und davon bin ich jetzt mal ausgegangen, ja. Und er ist halt nicht, er ist halt eher so der harte Typ so. Also ja. Es gibt ja so, also mehr so die Tuntenmäßigen und er ist halt eher so ein harter, so Bikermäßig. Ah, der also nicht so sehr über seine Gefühle redet. Ja, genau, er ist halt eher, deshalb kann ich das auch nicht so ganz von ihm erwarten. Aber auf dich die Frage bezogen, für dich ist das schon eine sehr, sehr wichtige Sache und ja, eine sehr wichtige sehr Verbindung. Ja, schon sehr wichtig. Also, Achim, ich finde, dass es in solchen Fällen eigentlich nur eine einzige Lösung gibt. Wenn man aufbauen will und wenn man eine Beziehung ausbauen möchte auch, ich finde, dass man nie auf eine Lüge aufbauen kann. Niemals. Das ist irgendwann zum Scheitern verurteilt. Irgendwann platzt es, irgendwann kommt's raus und dann bricht alles zusammen. Ich finde, dass man immer das Risiko eingehen muss in so einem Fall, dass es vielleicht kaputt geht, aber man sollte es sagen. Ich glaube... Ja, es ist in dem Sinn ja eigentlich keine Lüge, es ist ja eigentlich nur was Vorenthaltenes. Ja gut, aber... Nein, natürlich, ich verstehe schon, aber irgendwie ist es schon eine Lüge. Du hast ja wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Sachen erzählt, die du gemacht hast in den letzten Jahren. Und das ist ja was vom Gewicht, wenn man zwei Jahre als Stricher gearbeitet hat. Das nicht zu erzählen, ist schon irgendwie, finde ich, schon irgendeine Lüge. Und ich sage, Mann, wenn dein Freund wirklich an dir Interesse hat und dich wirklich liebt, bin ich davon überzeugt, dass er sagen wird, das ist mir egal. Vielleicht wird er etwas irritiert sein, vielleicht wird er 1000 Fragen stellen. Aber ich glaube nicht, dass so etwas die Liebe zerstören kann. Vielleicht kann viel eher die Liebe zerstört werden, wenn man so etwas verheimlicht und das kommt dann irgendwann raus, vielleicht durch Dritte oder durch Zufall, wie auch immer. Ja, ich habe halt die Bedenken, dass er, das ist in der Szene, wo ich gearbeitet habe, ist es ja auch mit HIV und so, dass er da Bedenken hat und vielleicht deswegen... Ja, du musst offen reden mit ihm. Wie war es denn? Hast du immer geschützt Sex gehabt mit Männern? Also es kommt drauf an, also die Kunden, viele wollten das halt nicht und... Und du? Hast es dann ja, auch ohne gemacht? Ja, blieb mir halt nichts anderes übrig. Also. Ja, das ist ja nur völliger Schwachsinn. Es blieb mir nichts anderes übrig. Man kann immer noch Nein sagen und gehen. Bist du getestet? Hast du dich testen lassen jetzt? Ja, also das liegt jetzt schon... Es ist halt erst in Inkubationszeit, von daher ist es ja nicht...
nicht hundertprozentig sicher. Das kann man ja, ich habe mich damals. Das ist halt 2 Jahre. Die Sache liegt 2 Jahre zurück. Da kann man sich wunderbar testen lassen jetzt. Ja, das müsste ich mal machen. Also. Wie, du hast das noch nicht gemacht? Wie schläfst du denn mit deinem Freund? Ja gut, dann nehmen wir halt schon was. Also. Immer? Meistens halt. Immer? Ja gut, wenn es mal ganz hektisch zur Sache geht, dann halt nicht, aber... Ja, hör mal, Achim, wie gehst du denn mit der Sache um? Du weißt gar nicht mal, ob du HIV-positiv bist oder nicht. Und du hast einen Freund und mit dem schläfst du nicht regelmäßig mit Kondomen? Bist du wahnsinnig? Ja, okay, ich weiß, aber das würde ich auch merken, dann hätte ich da so blaue Flecken wie das. Ach, was redest du? Immer liest du keine Zeitung, informierst du dich nicht? Du bist ein 20-jähriger junger Mann. Du musst es ja noch nicht haben, aber du kannst den Virus in dir tragen. Da merkst du gar nichts von. Und du gehst das Risiko bewusst ein, dass du vielleicht, wenn du es denn hast, was wir dir alle wirklich nicht wünschen, dass du das weitergibst an deinen Freund? Da wird dein Freund wahnsinnig werden vor Wut. Und zu Recht auch. Dass du nicht mit ihm darüber gesprochen hast. Und dass du nicht dafür sorgst, dass ihr beide immer mit Kondomen schlaft. Ja, geht ja als auch. Also es ist ja nicht nur so, dass ich ich habe ja nichts nebenher, aber er hat nebenher Sachen laufen. Von daher besteht die Gefahr, dass er was hat. Würde ich mal sagen, sind wir dann in der Beziehung quitt, weil es ist, ich weiß ja auch nicht. Ach, was für ein Scheiß das alles. Was redest du da? Ihr müsst doch offen miteinander umgehen, ihr Jungs. Und dann, du musst einen Test machen, du musst sagen, was gewesen ist. Und er muss sagen, was läuft nebenher. Nur so kann man doch das Vertrauen haben, dass man wirklich dann auch ungeschützt miteinander schläft. Ich verstehe es nicht. Also das Thema AIDS ist nun wirklich so alt schon. Und alle letztendlich sollten es doch wissen, wie man sich infiziert. Und du redest daher, als wäre das mal gerade vielleicht ein paar Monate in der Öffentlichkeit das Thema. Also meine Grundfrage ist erstmal, du bist 2 Jahre aus dem Gewerbe raus. Wieso hast du dich nicht längst schon testen lassen? Das ist erstmal die Grundfrage. Ja gut, das ist eine berechtigte Frage. Also. Die ist absolut berechtigt. So. Und das Zweite ist, da beschimpfe ich dich als regelrecht, dass du so verantwortungslos bist, ohne zu wissen, ob du gesund bist, ob du nicht gesund bist, dass du ungeschützt mit deinem Freund schläfst. Finde ich super scheiße. Da gibt's nichts zu reden drüber. Gar nichts zu reden. Ja gut, okay, du weißt doch, wie das ist. So. Nee, komm, nicht, du weißt doch, wie das ist. Wir wissen eben genau, wie es ist, deswegen muss man das anders machen. Ja, mal ganz ehrlich, hast du noch nie mal Typ irgendwie und dann muss ganz wild einherkriegen. Nein, seitdem ich weiß, dass es AIDS gibt, nein, definitiv nein. Da kann die Geilheit mir aus den Ohren rausquillen, nein. So, jetzt ist das erste, was du machen musst... Geh zu einem Arzt, geh zum Gesundheitsamt, wo auch immer, lass einen AIDS-Test machen. Mhm. So, das ist das Erste. Und dann red mit deinem Freund. Und wir wollen hoffen, dass du negativ bist und er sich deshalb zumindest keine Sorgen machen braucht. Und wenn du positiv bist, hast du ein Problem. Da hast du wirklich ein Problem. Nicht nur, dass du selbst positiv bist, sondern dass du eventuell auch einen anderen Menschen mit reingezogen hast. Ja, ich denke, wenn jemand von uns beiden AIDS hat, dann ist es mein Freund, weil der dreht auch Snuff-Filme. Und, mag alles sein. Wir reden jetzt nicht mit deinem Freund, wir reden jetzt erstmal über dich. Und darüber, wie du dich jetzt in der nächsten Zeit verhalten sollst. Korrekt vor allen Dingen verhalten sollst. Also zum Test, Achim. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ich bin halt ein Opfer meines sozialen Umfeldes geworden. Ach komm. Jetzt komm nicht auf die Tränendrüse, die Geschichte. Dieses, über das wir gerade geredet haben, das hat mit sozialem Umfeld nichts zu tun. Ich kenne 1000 Huren. Ach Quatsch, ich kenne sie nicht, aber ich habe mit ganz vielen Huren gesprochen und mit vielen Strichern, für die das gar kein Thema ist, sich ordentlich diesbezüglich zu verhalten, sich testen zu lassen und geschützt zu schlafen mit den Freiern. Das hat mit sozialem Umfeld und Kindheit nichts zu tun, gar nichts. Dass du da reingeraten bist, das mag sein, aber das ist ein anderes Thema. Okay. So Achim, wir haben alles, ich hab alles gesagt. Geh und lass dich testen, das Allererste, was du machen musst, okay? Okay, dann darf ich noch schnell jemanden grüßen. Und ich, nee, jetzt nicht. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute. Ja. Sigrid ist dran und Sigrid ist 63 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich verfolge regelmäßig deine Sendungen, wenn ich nicht gerade in der Nachtschicht bin. Ja. Und es ist immer sehr interessant. Ich wollte auch gestern schon mit dir sprechen. Halt, lass mich doch fragen. Du machst eine Nachtschicht. Was machst du? Was arbeitest du? Ich arbeite an Folienmaschinen. An Folienmaschinen? Und da kann nebenher kein Radio laufen? Nee. Das geht. Ich habe frei.
sonst wäre ich nicht hier. Verstehe. Ich bin zu Hause. Ach, nein, ich bin noch ganz aufgebracht von dem Anrufer von vor dir. Nicht nur du. Ist unglaublich. Ich habe mir auch gestern diese Sendung angeschaut und ich war genauso aufgebracht wie jetzt eben, weil ich nicht verstehe, wie junge Menschen so unkorrekt sein können. Auch gestern die jungen Damen, die hier und da und dort schlafen, sie wissen ja gar nicht, was sie sich und ihrer Familie oder ihren Freunden antun. Und also, genau wie jetzt der junge Mann, dieses soziale Umfeldgelabe, das ist doch einfach unmöglich. Völliger Blödsinn. Das entschuldigt ja nicht ein solches Verhalten. Nee, er kann zu jeder Gesundheitsamt gehen und kann sich anonym testen lassen. Das habe ich auch erst vor ein paar Jahren gemacht. Ja, hast du auch gemacht? Du hast dich auch HIV testen lassen. Ja, ich wollte eigentlich zu dem Thema Fremdgehen was sagen. Ja, leg los. Deswegen bin ich auch geschieden seit anderthalb Jahren. Ich habe 10 Jahre um meine Ehe gekämpft, es war sinnlos. Er hatte immer wieder Freundinnen, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht. Und auch aus diesem Grunde habe ich dann gesagt, nee, ich habe keine Lust, mich noch irgendwann irgendwie mit AIDS anzustecken in meinem Alter. Ich weiß ja nicht, ob HR-positiv oder negativ, man konnte ja mit meinem Ex-Mann nicht reden. Und ich habe dann einfach die Konsequenzen gezogen aus seelischen und gesundheitlichen Gründen und habe gesagt, nee, also ohne mich. Du sagst, du hast 10 Jahre um ihn gekämpft. Um die Ehe. Um die Ehe. Wir haben uns ja was aufgebaut im Laufe unseres Lebens. Wie lange wart ihr insgesamt verheiratet? 37 Jahre. 37 Jahre. Ja. 10 Jahre gekämpft. Das heißt, in diesen 10 Jahren lief auch immer schon was. Da hatte er Freunde. Ja, natürlich. Ich habe es vor 10 Jahren, bin ich etwa dahinter gekommen, aber das muss schon länger gewesen sein. Was waren das? Waren das immer dieselben oder waren es... Nee, es waren unterschiedliche. Meistens jüngere, schlankere, hübschere, zeitmäßig sehr, wie soll ich mal sagen, meistens waren von Männern, die gut verdient haben und die selber nicht viel arbeiten mussten oder ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Wie bist du ihm auf die Schliche gekommen? Ach, ich bin eines Abends heimgekommen von der Spätschicht und habe mich in fremde Ohrringe gelegt. Das heißt, er war vorher mit einer anderen Frau in eurem Bett? Natürlich, in unserem Ehebett. Und hat er es da noch... Das war natürlich nicht wahr und es wurde abgestritten und da bin ich dann hellhörig geworden. Und irgendwann entwickelt man als Frau einen 7. Sinn. Und ich habe halt immer gemerkt, wenn wieder irgendwas gelaufen ist und ich habe das seelisch eigentlich ganz schlecht verkraftet. Ich glaube, wenn ich die Trennung nicht so durchgezogen hätte, die letzten 2 Jahre, ich hätte das nicht überlebt. Nur hast du 10 Jahre nicht damit rumgeschlagen. Ja. Wie hast du denn das ausgehalten? 10 Jahre zu wissen, mein Mann geht fremd und er belügt und betrügt mich. Vielleicht liebe Domian, das frage ich mich heute auch noch. Aber ich habe halt immer überlegt, wir haben uns sehr jung kennengelernt. Ich habe immer gedacht, irgendwann wird er doch gescheitert, so wie die eine Dame, die gestern gesprochen hat und gesagt hat, ja, ich habe halt auch immer gemeint, es wird besser. Aber es ändert sich nichts. Ich kann nur jeden raten, wenn sowas vorkommt, offen und ehrlich miteinander zu reden, eine gute Lösung zu finden oder einfach zu gehen, weil es ändert sich nichts. Hast du nicht hinterher, als du merktest, das hört nicht auf und da ist so viel schon gelaufen und es passiert immer wieder, hast du diesen Mann, deinen Mann, nicht regelrecht gehasst? Nein. Nein? Nein. Weißt du, Domian, ich weiß nicht, ob das jetzt meinem Alter zuzusprechen ist oder er ist mir gleichgültig geworden. Es ist sein Leben, er will so leben und du hast auch, wenn du verheiratet bist und eine Familie hast und Kinder hast und was aufgebaut hast, du hast nicht das Recht zu sagen, du gehörst mir. Natürlich. Aber man nicht. Sollte ehrlich sein und sollte das... Er ist ja gleichgültig geworden. Heißt das, verstehe ich das so, dass du dann, als du dich getrennt hast vor anderthalb Jahren, ne, anderthalb Jahre ist es ja. Anderthalb Jahre bin ich geschieden. Genau. Ist dir das da leicht gefallen? Jein. Mehr leicht als schwer. Ich habe gedacht, also jetzt muss ich Schlussstrich gezogen werden, sonst gibt es überhaupt kein Ende. Und es waren auch finanzielle Überlegungen, weil ich möchte nicht mehr recht lange arbeiten. Ich habe zwar 37 Jahre mitgearbeitet, aber ich weiß ja nicht, ob du weißt, was Frauen heutzutage für Renten bekommen. Das weiß ich. Es ist minimal in dem Verhältnis zu Männern. Und deswegen arbeite ich noch Teilzeit und kriege ein paar Mark Rente. Und diese Punkte, die mir dann praktisch von seiner Rente dazu geschrieben wurden, können mich eventuell über Wasser halten, wenn ich nicht mehr arbeite. Und den Ruhestand hast du dir mit 63 Jahren auch verdient und du wirst viel in deinem Leben... Nein, ich habe noch einen Arbeitsvertrag, der läuft noch 2 Jahre. Ach, der läuft noch 2 Jahre, aber dann hast du es dir nun wirklich verdient. Ja, danke. Habt ihr Kinder? Natürlich, 3 Stück. Wann haben die das denn mitbekommen?
die haben wir haben erst letztens wieder eine Diskussion gehabt und da haben sie gesagt, Mamelein, warum bist du nicht früher gegangen? Mhm. Weil wir haben unseren Papa lieb und wir streiten auch nicht mit ihm und das verlange ich auch nicht. Die sollen zu ihrem Vater stehen. Mhm. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis alle zusammen. Ja, also ich meinte so, Kinder und ich. Ich meinte so damals, als das so lief, wie alt waren die Kinder da? Als die das vielleicht auch gewittert haben, da stimmt was nicht zwischen Mama und Papa. Die waren schon ziemlich erwachsen. Mhm. Die waren schon ziemlich erwachsen. Mhm. Weil das schlägt sich natürlich auf das Klima zu Hause nieder. Es ist eine gespannte Atmosphäre, es ist keine Freude da. Und ich habe die Kinder meistens rausgelassen, obwohl sie gewusst haben, um was es geht. Hast du heute noch Kontakt mit deinem Mann? Ja. Und wie? Wenn zum Beispiel Familienfeierlichkeiten sind, ist er selbstverständlich dabei. Mhm. Also das. Er ist für mich. Wie soll ich mal sagen, wenn ich jetzt irgendwo bei Bekannten eingeladen bin und es sitzt jemand dort und wird mir vorgestellt, genauso verhalte ich mich da. Also distanziert, freundlich, aber, ja. Aber interessiert dich nicht mehr besonders. Nein, nein. Du bist du in deinem Alter von 61 oder 60 Jahren dann gegangen und hast dich nochmal ganz von vorne angefangen. Und hast einen HIV-Test gemacht und der hoffentlich negativ ausgefallen ist. Ja, Gott sei Dank. Wenn man so lange, wenn eine Frau so lange verletzt worden ist, wie in deinem Fall, meinst du, dass du nochmal offen sein wirst und Vertrauen haben könntest zu einem Mann und dich nochmal öffnen könntest? Das ist schwer zu beantworten. Ich habe mir selber schon Gedanken drüber gemacht, weil ich bin eigentlich ein sehr lebendiger Mensch und ein sehr offener Mensch und ich bin nicht gerade die Dümmste und ich habe viele Interessen. Aber es ist schwer in meinem Alter nochmal jemanden zu finden. Das weiß ich. Okay, wir gehen zusammen ins Theater, wir gehen zusammen tanzen, wir fahren miteinander Rad, wir machen dieses oder jenes. Und einem die Zeit gibt, Vertrauen zu fassen. Ich meinte auch so rein theoretisch, würdest du nochmal wollen, wenn sich die Situation denn so ergäbe? Ich glaube ja. Weil der Mensch ist nicht geschaffen, allein zu sein. Aber dann will ich dir sagen, das finde ich ganz toll. Also manch ein Mensch würde jetzt sagen, nach dem, was er erlebt hat, wie du es erlebt hast, Schluss aus, ich mache nichts mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich sage auch nie wieder Krieg. Ja. Weißt du, das ist so mein Schlagwort. Mhm. Wenn jemand sagt, Mensch, such dir einen Freund, du bist so ein netter Kerl. Mhm. Ich sage, Kinders, nie wieder Krieg. Ich würde mir gern einen Kameraden, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich ahne, was du meinst. Einen Kameraden, einen Bekannten, mit dem man was unternehmen kann, aber man muss ja nicht gleich zusammen wohnen. Und man muss, muss auch nicht gleich zusammen schlafen. Und man muss auch nicht heiraten. Auf keinen Fall. Dann ist das alles viel entspannter und vielleicht unkomplizierter auch. Ja, ich habe das gesehen, ich habe das miterlebt, dadurch keep smiling. Man sieht sich ein paar Mal und das Leben ist wunderschön. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt was dazu sagen darf. Bitte. Aber ich habe jetzt über meine Kinder erfahren, dass das bei meinem Ex mit seiner neuen Freundin, mit der er zusammengezogen ist, gar nicht so besonders geht. Mhm. Weil man muss ja jetzt zusammen die Sorgen teilen, man muss zusammen aufstehen, man muss zusammen ins Bett gehen. Mhm. Man muss die täglichen Arbeiten zusammen verrichten. Das ist anders, als wenn man sich nur ab und zu sieht. Ist das so eine gewisse Genugtuung für dich, dass es da jetzt nicht läuft bei denen? Ist mir eigentlich wurscht. Also so ein bisschen Schadenfreude ist nicht dabei? Doch, sag mal ein kleines bisschen. Doch, ist auch in Ordnung. Ich meine, das habe ich mir gegönnt. Das finde ich auch. Das ist auch absolut in Ordnung, Sigrid. Doch, ja. Ich finde deine Sendung übrigens immer ganz toll. Ja, ich gerade sagen wollte, ich finde dich übrigens sehr nett. Das muss ich sofort jetzt zurückgeben. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du einen netten Kameraden findest. So schön, wie du es ausgedrückt hast. Doch, ja. Ich würde es mir schon wünschen. Ja. Für den dritten Drittel des Lebens. Für das nächste Drittel, ganz genau. Ich bedanke mich vielmals, dass ich bei dir sein durfte. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Sigrid. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Ich wünsche dir auch alles Gute bei deiner Sendung. Danke sehr. Servus. Tschüss. Tina ist dran. 20 Jahre alt. Genau. Hallo, Tina. Hallo. So, jetzt zu uns beiden. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, ja, greift noch mit zu gestern wieder rein. Auch das Fremdgehen? Ja, Fremdgehen, genau. Also das ist bei mir so, ich arbeite als Prostituierte seit anderthalb Jahren. Mhm. Und vor anderthalb Jahren habe ich mich von meinem Freund getrennt, mit dem ich jetzt aber wieder seit 2 Monaten zusammen bin. Und er denkt, ich gehe meinem Job nicht mehr nach. Habt ihr euch damals getrennt, weil du Prostituierte warst? Nein. Haben wir uns deshalb nicht. Aber er weiß, dass du als Prostituierte gearbeitet hast. Genau.
ihr seid jetzt wieder zusammen und er denkt, die Zeit ist vorbei, dass du als Prostituierte gearbeitet hast. Ja, das denkt er. Mhm. Wie lange bist du jetzt mit ihm hier zusammen? Jetzt seit 2 Monaten. Seit 2 Monaten. Mhm. Das ist dein Hauptjob? Ja. Ja, wie viele Stunden? Na, nicht ganz. Ich bin auch Hausfrau und Mutter nebenbei. Ach, du hast auch ein Kind? Oder das ist mein Hauptjob, genau. Das ist dein Hauptjob. Ist das Kind von dem Freund? Nein. Was sagst du denn deinem Freund, wenn du weggehst und wenn du zur Arbeit fährst? Ja, es ist so, wir wohnen weiter auseinander und von daher führen wir eigentlich eher eine Wochenendbeziehung. Ach, das kriegt er gar nicht so richtig mit. Genau, also ich arbeite in der Woche. Am Wochenende habe ich dann frei und dann ist er halt da und er ruft mich auch immer nur erst abends an, wenn ich dann auch wieder zu Hause bin. Also arbeitest am Tage? Genau. Ja. Was erzählst du ihm denn, was du arbeitest und wie du dein Geld verdienst? Normalerweise lebe ich von der Sozialhilfe. Mhm. Aber das kriegt ja doch mit, dass du mehr Geld hast als eine Sozialhilfeempfängerin. Ja, irgendwie auch wieder nicht. Ich erzähle ihm ja mal, ich habe kein Geld und ja, ich verwandle das Geld ja auch schnell wieder um in irgendwelche Klamotten fürs Kind und ja. Naja, aber das fällt einem dann ja doch auch auf, wenn man ein waches Auge hat, dass man als Sozialhilfeempfängerin nicht ständig neue tolle Klamotten für das Kind kaufen kann. Aber es ist ihm noch nicht aufgefallen. Nö, noch nicht so genau. Also wir sind ja auch noch nicht wieder so lange zusammen. Und eben, es ist ja auch noch recht frisch. Genau. Das ist sicher eine Situation, die das Gewissen enorm belastet, ne? Ja, es frisst mich auf. Es muss ja schon eine besondere Verbindung zwischen euch sein, wenn ihr nach 1,5 Jahren wieder zusammenkommt und eure Liebe neu entdeckt habt. Also wir haben uns die ganze Zeit über, wo wir auseinander waren, haben wir auch uns so super verstanden. Mhm. Er hat zwar gesagt, es ist ein scheiß Job, den du gemacht hast, und aber trotzdem habe ich dich deshalb lieb. Aber er kann es halt, oder er würde es nicht tolerieren, dass ich diesen Job halt weitermache. Ne? Mhm. Wie lange wart ihr damals zusammen, als ihr euch getrennt habt? Ein Dreivierteljahr waren wir damals. So, jetzt liegt natürlich wirklich die Frage nahe, Tina, warum belügst du ihn so? Warum machst du jetzt nicht einen Strich unter die Zahl und hörst wirklich damit auf? Ich habe mich damals halt hoch verschuldet, sag ich mal so. Ich habe halt viel Geld verdient und habe mir auch viel geleistet, aber zu viel. Mhm. Ja, und irgendwann hört es dann auf, dass so viel Geld reinkam. Das heißt, daher die Schulden, und jetzt versuche ich halt, meine Schulden monatlich abzubezahlen. Mhm. Ja. Und wie viele Schulden hast du? Noch genug, das sind ungefähr noch um die 20.000. Mhm. Und für was hast du dieses Geld so ausgegeben, dass du dich verschuldet hast? Ach, ich habe angefangen, ein Haus zu mieten und immer Autos gemietet, immer die Neuwagen und ja. Also ein großes Leben geführt, im großen Stil. Ja, genau. Ja. Hast du denn dir jetzt so vorgenommen, wenn du diese 20.000 Mark abgestottert hast, dass du zumindest dann aufhören möchtest? Oder? Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall? Dieser Job, der macht einem ja keinen Spaß. Naja, sagst du, es gibt Leute, die sagen, das ist mein Job, und die reden sogar davon, dass es ihnen Spaß macht. Aber das ist bei dir nicht der Fall. Nein, das ist einfach halt, du machst deinen Job an dem Tag und kriegst gleich deine Kohle auf die Hand. Ne? Hast du das denn mal durchgerechnet, wie lange du noch brauchst, bis du die Schulden abbezahlt hast? Oh, ja, damals hätte ich 1 Monat gebraucht. Hm. Aber jetzt, das Geschäft läuft auch nicht mehr so gut. Hm. Also hast du damals um die 20.000 Mark im Monat verdient? Oder mehr. Oder mehr, und jetzt weniger. Das heißt aber, dennoch, auch wenn du weniger verdienst, erledigt sich die Sache doch vielleicht in 1-2 Monaten. Ja, das nicht. Ich arbeite hier nur noch 3-4 Tage und das auch nur noch halbtags. Hm. Ja, und so viel los ist da auch nicht mehr. Tina, ich antworte dir jetzt dasselbe, was ich vorhin dem Achim, dem ehemaligen Stricher, geantwortet habe. Und ich weiß, welche Brisanz das auch hat. Du hast jetzt wieder eine Verbindung zu diesem Mann, den du offensichtlich ja wohl auch sehr liebst. Ja, sehr. Aber der dich ja auch liebt, sonst hätte er sich ja nicht wieder auf dich eingelassen. Genau. Ich finde das so belastend mit so einer Lüge. Es ist ja eine Lüge. Bei dir ist es eine ganz klare Lüge. Ja. In eine solche Beziehung zu gehen und auf der Grundlage dieser Lüge zu leben. Erstmal ist es grundsätzlich kein gutes Omen für eure Verbindung. Und zum anderen bist du ja auch nicht entspannt dabei. Du hast ein schlechtes Gewissen, du denkst darüber nach und du kannst nicht locker über deinen Alltag reden. Es ist immer eine Wolke da über dir und um dich herum.
Eine dunkle Wolke. Ja, ich bin jeden Abend froh, wenn ich zu Hause bin und der nicht irgendwie doch auf einen Überraschungsbesuch tagsüber vorbeigekommen ist. Stell dir mal diese Katastrophe vor. Ja, ja. Der kriegt das raus. Stelle ich mir jeden Tag vor. Ja, dann kannst du ihn wahrscheinlich für alle Zeiten vergessen. Eben, das weiß ich auch. Nun kennst du ihn sehr gut und kannst ihn einschätzen. Ich kann es überhaupt nicht. Was meinst du denn, wie der reagieren würde, wenn du ihm deine Notsituation, in der du ja offensichtlich jetzt steckst, so erklären würdest, wie du sie mir erklärt hast? Ja, entweder ich höre auf zu arbeiten oder er ist weg. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Würde er sagen, okay, dann haben wir halt 20.000 Mark Schulden, hast du halt 20.000 Mark Schulden, versuch das auf eine andere Art und Weise abzustottern. Ja, das geht ja nicht, also. Na, was würde er sagen? Würde er das so sagen oder verlangen von dir? Kannst du nicht richtig einschätzen? Also die 20.000 Mark sind ja nur mal meine Schulden. Wir sind jetzt wieder seit 2 Monaten zusammen und ich will ihn ja nun auch nicht mit belasten, dass ich jetzt Schulden habe. Meine Frage war, was würde er von dir verlangen? Würde er sagen, okay, dann hast du halt die Schulden und sieh zu, wie du die anders abstotterst. Aber hör auf, als Prostituierte zu arbeiten. Würde er das so sagen? Ja. Ja, wenn ich es nicht machen würde, dann... Gäbe es denn nicht wirklich auch andere Möglichkeiten? Ich meine, 20.000 Mark ist eine Stange Geld, aber es sind auch keine 200.000 Mark Schulden, dass du sagst, ich nehme dann halt noch irgendeine Stelle an oder ein paar Jobs nebenher und versuche es so. Und dann dauert es halt länger, die Schulden loszuwerden. Ja, das ist halt so. Ich habe ja noch meine Lütsche und wenn ich jetzt einen anderen Job mache, wo ich, sag ich mal, 2.000 Mark im Monat verdiene, dann habe ich aber auch nicht mehr die Zeit fürs Kind. Und so arbeite ich halt nur 3 Tage oder 4 Tage, halbtags. Klar, es gibt täglich meinen Babysitter und habe die Zeit fürs Kind. Aber es gibt jetzt keine optimale Lösung. Ne? Eine optimale Lösung gibt es nicht. Es gibt jetzt nur die Lösung, wo du in den sauren Apfel beißen musst. Wie auch immer. Ja. Und das Optimalste wäre wahrscheinlich, wenn du jetzt strikt selbst entscheiden würdest, ich gehe sofort raus und bin eben nicht mehr prostituiert. Ja, wo kriege ich das Geld her? Weiß ich nicht. Dein Problem dann. Ja. Du hast es dir auch eingeborgt. Aber es geht ja jetzt darum, dass du eine ehrliche Ebene findest mit deinem Freund, weil ihr wollt doch sicher was aufbauen und vielleicht eine Zukunft zusammenleben. Ja. Oder die andere Möglichkeit ist, du schenkst ihm rein Wein ein und ihr beratschlagt gemeinsam, was zu tun ist. Das sind die beiden einzigen wirklich ordentlichen Lösungen, Tina. Alles andere ist Murks. Das ist nicht gut für dich und für die Situation und für niemanden. Ja. Ich weiß, dass es mit vielen Problemen verbunden ist, aber es ist nun mal alles problematisch. Eine ganz tolle Lösung gibt es dafür nicht. Es sei denn, du gewinnst im Lotto, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Nee, da ich ja kein Lottospiel. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Ja. Oder die andere Möglichkeit, du belügst deinen Freund weiter, was natürlich nicht gut ist für dich und für die Beziehung und du lebst so weiter. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Also, ich wünsche dir eine baldige, gute Entscheidung. Ja, hoffe ich. Und dass du es auch durchziehen kannst. Alles Gute. Gut, alles klar. Tschüss, Tina. Tschüss, Tina. 1.38 Uhr und 28 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 39:20, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir freie Themennacht, das heißt, ihr könnt euch bei mir hier melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5
678111. Morgen haben wir wieder eine Themennacht, ein Thema für die ganze Stunde, und das heißt Leben ohne Sex. Und am Freitag gibt es eine Besonderheit, eine kleine Besonderheit. Da zeigen wir euch eine Wiederholung von einer Sendung. Und zwar die Sendung Meine Krankheit ist mir peinlich, weil ich am Freitagabend, Freitagnacht nicht hier sein kann, weil ich Gast bei der Talkshow 3 nach 9 in Bremen bin. Und das schaffe ich nicht, dann wieder ganz schnell hierher zurück zu sausen. Deshalb gibt es eine Aufzeichnung, eine Wiederholung am Freitag. So, jetzt bin ich verbunden mit einem Menschen namens, ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, Nilüser. Stimmt das? Hallo, Nilüser. Hallo. Hi, eine Frau, 31 Jahre alt. Ja. Ist das richtig ausgesprochen, Nilüser? Ja. Ist das ein türkischer Name? Ja. Hab ich's mir doch gedacht. Nilüser, was ist dein Thema? Mein Thema, also ich habe mir gerade Gedanken über den armen Boris gemacht. Den armen Boris? Genau. Und der Oralsex? Genau. Geht das? Wird man vom Oralsex schwanger? Du als Frau weißt das. Sag's mir. Also ich kann es mir absolut nicht vorstellen, dass ich jemanden einen blase, ja, das im Mund behalte, 10 Minuten, was weiß ich, ja, in einem Reagenzglas reinspucke. Dann zum Gynäkologen saust. Ja, genau, ich renne dahin. Ja. Er reinigt es. Er macht es schön sauber mit Spüli. Genau, und spritzt und dann mir rein. Wusch, rein. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber es deutet ja, so zumindest die Boulevardpresse, vieles darauf hin, dass dieses Kind das Kind von Boris ist. Es deutet darauf hin, sage ich mal. Und wenn es stimmt, was er wiederum sagt, dass die beiden nur Oralsex hatten, um Himmels Gottes Willen, wie ist es denn dann passiert? Wie kann das sein? Ja. Kann man den Samen vielleicht doch... Genauso wie beim Clinton, oder? Bitte? Wie beim Bill Clinton. Wie beim Bill Clinton, ja. Ich denke mal, das ist so eine ähnliche Geschichte, aber ich glaube nicht, dass der Boris so viel Glück haben will wie der Präsident von Amerika. Ja, also wir sind ratlos, ne? Nein, also ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Also du hältst das Ganze für eine Pressegeschichte und eine Presseente, dass das alles gar nicht so stimmt? Nein, ja, stimmt. Mhm. Wobei, es geht ja jetzt auch schon um, dass Boris für dieses Kind Unterhalt zahlt oder demnächst zahlen will. Wenn dem so wäre, dann wäre es ja ernst, ne? Das heißt, er würde das ja anerkennen, das Kind. Dann wäre es ernst, dann hätte sie es wahrscheinlich geschluckt. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ja, nein. Also wir werden sicher alle auf dem Laufenden gehalten, was da noch los ist. Und wenn das stimmt, ist das natürlich auch eine üble Geschichte nach wie vor, wenn sie es nicht vorher schon gewusst hat, für Barbara, ne? Bitte? Ich sag, das ist natürlich, wenn das stimmt, auch schlimm für die Barbara, im Nachhinein das zu erfahren. Oder vielleicht hat sie es vorher auch schon gewusst. Wer weiß es? Ich glaube schon, dass sie es geahnt hat, weil ich könnte es mir nicht vorstellen, dass es so schnell über die Bühne gehen wird, die ganze Scheidung und so weiter. Weil Normalbürger dauert es ja Scheidungsjahr und was weiß ich, ich habe ja alles schon hinter mir. Und ich denke mal... Naja. Weißt du, was ja auch wirklich sehr kurios ist? Ich habe es ja gerade auch schon gesagt und hier sehe ich das auf dem Foto auch nochmal, dass dieses russische Model, die wiederum in England lebt, der Barbara sehr, sehr ähnlich sieht, der Babs. Sehr ähnlich. Stimmt, Männer wollen ja genau immer die gleichen Typen haben. Ja, das ist so das Beuteschema. Aber das habt ihr Frauen auch, glaube ich. Ja. Ne, siehst du? Ja, mir sind es immer so große, riesige Typen. Völlig klar, mit breiten Schultern, wo sich Nilüse anlehnen kann. Ne, sowas. Genau, weil ich wahrscheinlich so klein bin. Genau. Wahrscheinlich auch noch blond, oder? Du bist schwarz und die müssen blond? Nein, ich bin schwarz wie die Nacht. Blond, ich bitte dich. Nein, ich meine, dass die Männer blond sein müssen, oder? Bitte? Müssen die Männer blond sein bei dir? Ja, siehst du? Schon. Große, große blonde Mann. Ja. Ich danke für deine Meinungsäußerung. Dankeschön. Also du sagst, nein, so geht's nicht. Das kann einfach nicht sein. Nein, klar. Vielen Dank. Nicht. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Elli ist auch schön. Ein schöner Name. Elli, 34 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Elli. Domian, ich rege mich gerade ganz fürchterlich auf. Ich sehe deine Sendung eigentlich im Moment jeden Abend. Aha. Und ich, also über diesen vermeintlichen, in Anführungsstrichen, AIDS-Kranken, also ich bin total erschüttert. Ich bin selber Hepatitis C krank. Ja. Und meine Hepatitis C ist aktiv.
Das heißt, die hat sich nicht verkapselt. Ich bin durch Geschlechtsverkehr angesteckt worden. Von wem? Weißt du, kannst du es rekonstruieren? Wer dich angesteckt? Ja, ich weiß auch durch wen. Und diese Krankheit ist normalerweise über Nadel. Also ich bin Ex-User. Ich gehe jetzt ins dritte Jahr, wo ich clean bin. Also du hast Drogen genommen? Heroin? Ja, richtig. Ich war schwerst abhängig und bin aber nachweislich durch Geschlechtsverkehr angesteckt worden. Und ich finde es grausam, wie Menschen sowas, also mit anderen Menschen antun können. Ich habe selber zwei kleine Kinder, 8 und 11 Jahre alt. Bist du denn auch bewusst angesteckt worden? Wusste der Mann, dass er Hepatitis C hat? Ja. Und hat auch ungeschützt mit dir geschlafen? Ja. Weil die Übertragungswege sind ja ähnlich wie bei AIDS, bei Hepatitis C. Ja, ganz genau. Hast du diesen Mann zur Rechenschaft gezogen? Hast du ihn angezeigt? Ist irgendwas passiert? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Weiß ich bis heute nicht. Ich war selbst so erschüttert und er streitet es im Nachhinein ab, dass er wusste, dass er das hat, was ich ihm nicht glaube. Also ich finde das grausam, was andere Menschen so mit einem Menschen antun können, wie sie einem das Leben schwer machen können und versauen können. Also ich habe mittlerweile ganz große Probleme. Ich bin seit über einem halben Jahr solo und ich kann auf keinen anderen Mann, selbst nicht mal für einen One-Night-Stand, egal wie gut er mir gefällt, zugehen, ohne offen und ehrlich zu sein. Ja. Und wenn man offen und ehrlich ist, dann kriegt man voll die Quittung mit Abstoßung, mit Ablehnung und mit allem, was dazugehört. Und ich finde das so grausam, was man also anderen Menschen damit anzieht. Du, das ist ja nun eine ebenso schwere Erkrankung wie AIDS, Hepatitis C. Ja. Und die hast du dein Leben lang? Ja. Hat sich denn bei dir ein großer Hass auf diesen Mann entwickelt, der dir das angetan hat? Ja, auch meine Kinder haben einen sehr großen Hass auf diesen Mann, weil meine Kinder kennen diesen Mann. Und also es ist ganz, ganz fürchterlich. Also er hat auch bis heute, wie lange liegt es zurück, dass er dich infiziert? 1986. Ach, so lange schon? Ja. So lange schon. Und er hat bis heute kein Wort der Reue oder der Entschuldigung gefunden? Nein, im Gegenteil. Es war dann, jeder stirbt mal irgendwann. Ehrlich, so krass? Ja. Also es waren ja damals halt ganz krasse Krankheiten. Man hat ja, man redet, und das ist ja auch richtig so, man redet und hat sehr viel über AIDS geredet, man hat sehr viel Aufklärung betrieben. Man hat auch sehr viel zu lesen bekommen über die Krankheit und viele AIDS-Kranke haben sich ja auch in der Öffentlichkeit dazu geäußert. Das ist ja bei Hepatitis C, obwohl die Krankheit genauso schwer ist und ich glaube noch mehr Menschen auf der Welt Hepatitis C-krank sind als AIDS-krank, wird nicht so viel drüber gesprochen. Erzähl doch mal, welche Symptome du hast und mit welchen Krankheitserscheinungen du dich herumzuschlagen hast, wobei das ein bisschen lapidar noch ausgedrückt ist, worunter du leidest. Ermüdungserscheinungen, Schlappheitsgefühl. Ich kann nicht ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich kann nicht den ganz normalen Alltag mit meinen Kindern durchgehen. Es gibt Tage, wo ich dann wirklich schlapp in der Ecke liege und nichts auf die Reihe kriege und froh bin, dass ich halt den, sag ich mal, was Warmes zu essen kaufen kann. Ich meine, gut, meine Kinder sind in Anführungsstrichen 11 und 8 Jahre alt und sag ich mal, können sich ihr Brot alleine schmieren. Aber es ist total hart. Ne? Nun ist es ja nicht nur, dass das jetzt falsch verstanden wird, nur so eine gewisse Schlappheit. Es ist eine ganz ernste Erkrankung, die dann unter Umständen mit vielen Nebenerkrankungen zusammenhängend zum Tod führen kann. Ja, richtig. Ich habe jetzt dadurch, dass ich eben nicht mehr 100% meines Lebensgefühls habe, jetzt eine Interferonbehandlung anberaumt und wo ich jetzt auf die Blutergebnisse, die sind da und ich muss jetzt zu meinem Arzt und werde diese Interferonbehandlung hoffentlich beginnen. Das heißt, man kann auch medikamentös etwas machen, um es vielleicht zu stoppen. Genau, so nennt man das bei Hepatitis C, dass es sich verkapselt und dass die Krankheit quasi zum Stillstand kommt. Ne? So kann man das, glaube ich, profan ausdrücken. Ja.
Also, die Empörung ist, glaube ich, vollkommen berechtigt. Das werden ja alle gerade so gedacht haben, als der Achim das mal so leger sagte, naja, kann schon mal vorkommen. Und, das ist so total, also fürchterlich. Ich das gehört habe. Weißt du, ich bin da auch so empört drüber, dass es auch aus schwulen Kreisen so kommt. Und er lebt ja nun mal schwul und hat als Stricher gearbeitet. Und auch also gerade ich bin in also auch bisexuell und ich finde das so grausam. Ich finde das so fürchterlich. Mhm. Dass Menschen sowas mit sowas umgehen, also grausam. Und es gab ja nun auch, das weiß ich auch, in der Stricher-Szene genügend Aufklärungsaktionen, dass die Jungs auch wissen, was los ist und auf was sie sich einlassen. Also, es ist schlimm und du bist eine betroffene Leidtragende, die ja ein Opfer, ne? So kann man das sagen. Ja. Kann man wirklich so sagen. Ja. Ich wünsche alles Gute, liebe Elli. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Denise, 27. Oder Dennis. Nee, Denise, ne? Hallo? Denise. Hallo? Hallo, Denise. Hallo, ja. Ja. Ich habe ein sehr großes, ziemlich fieses Problem. Nämlich? Und zwar bin ich mit meinem Freund jetzt 3 Jahre verlobt, also quasi mein Verlobter. Mhm. Und letzte Woche beim romantischen Kerzenschein, ich muss sagen, ich hatte Geburtstag, wir wollten unsere Hochzeit planen, etc. pp., hat er mir gesagt, dass er fremdgegangen ist. Ach, wir bleiben bei dem Thema Fremdgehen. Das scheint ja wohl doch ein sehr großes Thema zu sein. Er hat dir gebeichtet, dass er fremdgegangen ist. Genau. Einmal? Einmal ja. Also ja, mit seinem besten Freund allerdings. Ach, mit einem Mann ist er fremdgegangen? Ja. Und das hat mich sehr irritiert, denn er hatte eigentlich immer, also, was gegen Schwule oder Bisexuelle. Er hatte immer gesagt, das ist gegen die Natur und so. Und als er mir das dann erzählt hatte, er ist natürlich nicht gleich mit der Wahrheit rausgerückt, als erst im Spielchen so, da war ich war baff, ich war aus allen Wolken, ich war... Dass er es überhaupt erzählt hat? Ja, das war auch ganz komisch, also, ja, wie gesagt, dann auch beim Kerzenlicht, an meinem Geburtstag, Hochzeitplan und so. Ja, meinst du, dass er ein sehr schlechtes Gewissen hat, das ihn geplagt hat? Nee, das glaube ich weniger, wir haben ja die Hochzeit geplant, in den nächsten 2 Jahren ungefähr. Dann habe ich gesagt, dass du mir davor ja nicht fremd gehst. Ach so. Dann hat er mich plötzlich so ganz komisch angeguckt. Ach so. Dann habe ich gleich gesagt, rück lieber mit der Wahrheit raus. Dann hat das mir so ganz langsam, ganz leicht erzählt. Jetzt ist er einmal dir fremdgegangen mit seinem besten Freund. Mit seinem besten Freund. Ist der beste Freund denn schwul oder bisexuell? Nein, auch nicht. Auch nicht. Das sind also 2 Hetero-Jungs, die das miteinander getrieben haben. Genau. Wie ist das zu erklären? So ganz hetero können sie ja dann nun nicht sein. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass der Sebastian, also der Freund meines Verlobten, der hat ein paar homosexuelle Freunde. Ja, das heißt ja gar nichts. Ja, und ich konnte mir auch keinen Reim drauf machen. Wie hat er dir das erzählt, wie das passiert ist? Im Suff haben die irgendwie zusammen, waren die in einem Pornofilm oder wie ist es passiert? Also wir waren ich habe einen Frauenabend gemacht mit meinen Freundinnen und er einen Männerabend mit seinen Freunden. Und der hat dann auch bei Sebastian geschlafen den Abend, weil er auch in einem anderen Ort wohnt und da wollte er nicht zurückfahren. Und als sie dann weg waren, haben sie noch ein bisschen Fernsehen geguckt, haben sich ein paar Filme reingeschoben, hatten natürlich auch einiges getrunken. Irgendwie sind sie dann auf das Thema Sex gekommen und haben es ausprobiert, ich weiß es nicht. Haben die Pornofilme geguckt oder normale Filme? Ich denke schon, das werden Pornos gewesen sein. Ich weiß ja nicht, was auf so einem Männerabend abgeht, aber... Und hat er erzählt, von wem das ausgegangen ist? Von deinem Freund oder von dem Sebastian, dem Freund deines Freundes? Er hat gesagt, Sebastian hat angefangen. Und hat es ihm gefallen, deinem Freund? Das wollte er mir nicht sagen. Das ist ja nur eine entscheidende Frage, ne? Ja, ich habe auch gefragt, hat es dir gefallen? Hat dir irgendwas gefehlt? Kann ich dir nicht alles geben, was du brauchst oder so? Und er sagte, nein, so ist das gar nicht. Es war eben so, es ist passiert. Und hat er es denn so dargestellt, als wäre es jetzt mal so eine einmalige Geschichte und... Schwamm drüber? Oder hat ja, hat das dargestellt. Du hast das dargestellt. Ja. Du bist misstrauisch. Ich bin sehr misstrauisch, weil er eben auch die meiste Zeit mit ihm zusammen ist, da sie auch gemeinsam arbeiten und alles. Und die haben auch regelmäßig, fahren sie weg auf irgendwelche, erst in einem Schachclub, einem Schachverein, und die haben regelmäßig ihre Spiele. Sebastian ist auch in diesem Schachclub, da haben sie sich kennengelernt durch. Also, du hältst es durchaus für möglich, dass da latent bei denen was ist, vielleicht lange angestaut. Und dass die ein bisschen bisexueller sind, als sie es vorgeben zu sein.
Und? Also ich weiß es nicht. Also bei meinem Freund hatte ich noch nie irgendwas gemerkt, dass er die Neigung hatte zum Bisexuellen. Das merken viele Frauen auch überhaupt nicht, glaub's mir, Denise. Ich habe genügend Kontakte mit sogenannten heterosexuellen Männern gehabt. Da wären die Freundinnen vom Glauben abgefallen, wenn sie es erahnt hätten. Aber ich meine, wenn ihr 3 Jahre verlobt seid miteinander und eine so enge Beziehung habt, dann hast du auch verdammt nochmal das Recht, dass er dir da klaren Wein einschenkt und dir das genau erzählt, ob es ihm gefallen hat, was die beiden miteinander gemacht haben, damit du daraus noch mehr eine Witterung kriegst, ob es dann auch stimmt, was er sagt. Das musst du ihm so klar machen, dass du einfach jetzt völlig verunsichert bist und das Vertrauen nur zurückgewonnen werden kann, wenn er wirklich klar Tisch macht. Ja, ich habe ja versucht, mit ihm zu reden den Abend dann noch, aber er hat dann alles abgeblockt. Wir haben uns dann ziemlich heftig gestritten. Ja, dann musst du es nochmal anfangen, weil das finde ich schon, das Recht hast du. Vor allen Dingen, wenn ihr auch ihr plant ja nun auch euer Leben miteinander. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja, was mich so beunruhigt. Was mache ich denn jetzt, wenn er mich jetzt verlässt oder so? Ich meine, ich komme damit voll nicht klar. Wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren. Wir sind 8 Jahre zusammen, 3 Jahre verlobt. Er war mein einziger fester Freund. Ja, aber das. Ich hatte vor ihm noch keinen. Aber darüber geht es jetzt gar nicht zu, was passiert, wenn er mich verlässt. Jetzt geht es erstmal darum, was ist die Wahrheit? Und auf was kann ich, Denise, mich einstellen? Auf was muss ich mich einstellen? Darum geht es jetzt erstmal. Und da musst du ihn halt wirklich in die Ecke treiben und zwingen, einen klaren Standpunkt zu beziehen. Das finde ich, das kannst du machen. Ja, das habe ich ja auch versucht. Dann ist er 3 Tage zu Sebastian gezogen. Tja, da muss es nochmal machen. Verloren gehabt. Ja, muss es nochmal machen. Es geht nicht anders. Sonst hast du das ewig im Kopf, Denise. Mhm. Meine Meinung, ich wünsche alles Gute. Alles klar. Meine Liebe, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich Barbara hier. Hallo Barbara. Ja, am Apparat. Ja, Barbara, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ich bin ein absoluter Fan von dir. Das ist schön, das freut mich total. Über was reden wir beide noch? Ja, über Boris Becker und das Baby. Über Boris Becker und das Baby? Ja. Das ist doch schön. Was ist denn deine Meinung? Also das war Samenraub. Das war Samenraub? Denke ich, ganz bestimmt. Also du sagst, es gibt Samenraub. Es gibt sowas. Das zählt zur sogenannten künstlichen Befruchtung und man nennt das Insemination. Das kann man auch beim Arzt machen lassen. Ja gut, das habe ich ja gerade vorgelesen, wie man das beim Arzt... Aber wie kann man es auch nicht beim Arzt machen? Ja, man kann es auch selber machen. Ja, wie denn? Also der Mann macht das, wie gesagt, mit Handbetrieb. Und dann füllt das in ein Röhrchen ab oder in eine Spritze. Ja. Also wir haben das jedenfalls so gemacht, mein Mann und ich. Wir haben das abgefüllt und mein Frauenarzt hat mir gesagt, ich soll das unterm Herzen, also wegen der Körpertemperatur, dann zum Arzt bringen. Und dann hat er mir das inseminiert, also reingespritzt in Scheide und davon bin ich schwanger geworden. Aber ist kurze ich habe ein Baby bekommen. Ich gratuliere. Jo, das ist aber schon lange her. Warum habt ihr denn nicht richtig miteinander geschlafen? Weil das nicht funktioniert hat. Ach so, also das ist ein ging nicht. Ganz das ist irgendeine blöde Art und Weise und da hat mein Frauenarzt gesagt, wissen Sie was, es gibt die Möglichkeit der Insemination, man kann das machen. Gut. Und da haben wir das probiert und das hat geklappt, aber erst nach dem 3. Mal. Mag ja auch sein. So hat dieser Arzt das hier in der Zeitung ja auch beschrieben. Ja, ist ja auch so. Aber wenn, meinst du denn, aber das ist natürlich schon sehr durchtrieben, wenn dieses Mädel, dieses russische Model, die muss das ja im Mund gehalten haben. Muss nicht unbedingt. Ja, die muss es doch irgendwie abgefüllt haben, bis Boris dann weg war. Als Boris weg war. Ja, die hat das irgendwie abgefüllt. Was weiß ich? Weiß ich nicht, aber das ist doch völlig schräg. Das heißt, die muss mit dem Vorsatz da rangegangen sein. Ja, das denke ich schon, dass das irgendwie mit Vorsatz war. Ist ja unglaublich. Und dann muss sie dann auch ganz schnell das so eingefädelt haben, dann zum Gynäkologen, zum Frauenarzt. Ja, oder hat sich das selber von irgendjemand anders machen lassen. Ich meine, das kann man ja auch mit Freundinnen machen und so. Das ist gar kein Problem. Aber da steckt doch dann sehr viel, ich will nicht sagen kriminelle Energie. Ja, aber ob. Doch, kann man sagen. Ja, das kann man schon sagen. Und da muss der Boris Becker ganz schön gegen angehen, würde ich sagen. Ja. Also, das ist schon eine Unverschämtheit. Die Frage ist ja jetzt, was man alles macht, ne? Was man alles macht, um an Geld zu kommen, ne? Ja. Die Frage ist ja, ob das alles so der Wahrheit entspricht. Das ist ja, so in der Boulevardpresse jetzt so hochgejubelt. Eben. Aber vielleicht ist irgendwie doch was dran. Ja, also denke ich schon. Ich denke nicht, dass der mit der was gehabt hat. Glaube ich also mal nicht. Nur gut, keiner weiß es. Es ist ja keiner dabei gewesen. Und dann aber sowas geht natürlich. Und dann sollen die das ja in so einer Rumpelkammer gemacht haben. Ja, ach, Quatsch.
Man soll es gar nicht glauben. Nee. Das, ja, die, ja. Dieses Bild, ne, wenn man sich das vorstellt, Boris Becker und das Mädel in der Rumpelkammer, Oralsex und sie den Mund voll, rennt raus in... Ach, unmöglich. Das ist wirklich unglaublich. Das vorzustellen ist ja sowieso unmöglich. Wenn es denn stimmt, ist das wirklich, da ist es auch wirklich nicht mehr lustig für dieses Kind, wenn es mal älter wird, ist es natürlich alles super schlimm. Ja, ja, finde ich auch. Ja, schön, dass du da dran gekommen bist. Alles Gute. Alles Gute dir auch. Dankeschön. Ja, deine Sendung, super, gell? Danke, tschüss. Mach weiter, tschüss. In der Technik Annette Bastian, die gestern Geburtstag hatte. Und ich gratuliere ihr nochmal ganz, ganz, ganz herzlich. Ich wünsche ganz viel Glück und alles Gute. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Leben ohne Sex. Ich möchte mit euch reden, die ihr ohne Sex lebt. Vielleicht, weil ihr krank seid, vielleicht aus religiösen Überzeugungen, vielleicht auch, weil es sich ganz einfach nicht ergibt und ihr keine Möglichkeit dazu findet. Um 1 geht's los, hier im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne und gute Nacht. Macht's gut. Bis morgen.